Berge sind das? Oder war das weiter vorne? Hier war das C4. Muss auf der Karte gucken. Hier Lagerraum West. Noch irgendwo an Schießpulver vorbeigelaufen. Warte mal. Ich habe gedacht, das sind Kräuter. Oh. Da ist nur noch. Ach so, da ist nur ein Holzbrett drin. Wenn ich die Schränke da zusammenschiebe, dann kann ich ja mit Sicherheit da oben dann rüber. Karte. Vor mir liegt was. Ein rotes Buch. Okay. Ah, hier, den kann ich benutzen. Aha. Nicht denn jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder in der Eingangshalle. Dann gehe ich mal geschwind. Dann gehe ich mal kurz speichern. Oh, eine Cutscene. Oh, hier, hier. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Oh, was wollte ich speichern und ein bisschen. Beziehungsweise ich räume erstmal mein Inventar auf. Ein zerschlissenes altes Buch. Ich weiß nicht, für was ich das gebrauchen kann. Ein ausgefallener Schlüssel. Aber jetzt kann ich theoretisch gleich mal. Erste Hilfe-Spray, rotes Buch. Kann ich ja theoretisch das hier mit dem hier kombinieren, dann habe ich Munition. So. Hatte ich noch Kraut? Ich glaube nicht. Ne. Ach ja, speichern wollte ich, genau. So. Oh Gott, ich nehme ja schon seit einer Stunde 20 auf. Oh. Also Rohmaterial. Wait, kann ich dann. Ah, den Schlüssel kann ich auch hier benutzen dann. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Nee, da will ich aber gar nicht rein. Ich will jetzt nochmal zurück. Und zwar mit den Schränken wollte ich das gucken. Da kann ich nichts machen, weil ich dafür irgendwas brauche wahrscheinlich. Okay. Dann gehe ich doch wieder zurück. Ach nee, falscher Raum. Oh. Ich habe so eine Orientierung in dem Spiel. Ich kann das mit der Young noch einsetzen, genau. War das. Ne, das war nicht hier. Aber dann kriege ich hier raus ja auch mit der Young. Das war der Löwe. Löwenkopf, ein Zweig und. Ein Adler? Löwenkopf.
der Zweig. Ein Adler? Ich weiß nicht, ob das ein Adler sein soll, aber. Wo konnte ich denn nochmal? Ach, hier. Die Medaillons hier einsetzen, benutzen. Oh, wow. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ganz schön modern. Also habe ich aber nur keine Ahnung, wo ich weiter soll. Oh ja, ich sollte Heilung. Das erste Hilfespray oder so mitnehmen. Das wäre eine Idee. Das nehme ich mal mit. Ist immer noch keine Ahnung für was. Für was das hier der Knopf hier ist. Untersuchen. Na, vielleicht finde ich ja noch das Ding, wo der Knopf dann hin muss. Hier oben habe ich den Schlüssel jetzt, ja, den habe ich mitgenommen. Also fliegt man heutzutage so Helikopter? Also, ich weiß nicht, ob das ein Helikopter war, es hat sich nur so angehört. Aha. Artikel: Der rote Stein. Der Rubin, der in den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf der Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Der geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag in dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen in einer Adligen geziert haben und sogar einem weißen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adler in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass die Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Eine Schlüsselkarte. Okay. Blinkerstatuen an. Na und jetzt? Ich hab dir deinen Arm wieder dran gemacht. Das soll mir ein bisschen dankbarer sein. Immer diese Statuen, die nie mit einem reden wollen. Ich verstehe das nicht. Sie können wichtige Objekte, die ihrem Zweck erfüllt haben, mit einem wegwerfen, indem sie Inventar auf wegwerfen wählen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben. Ah, das heißt, ich habe alle. Okay, ja. Dann habe ich nämlich Platz, okay. Wenn die dann mit einem roten
Haken markiert sind. Oh! Das war doch ein Helikopter. Also, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide hier. Marvin, ich habe hier ein Problem. Ah, ein Schneidewerkzeug. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Ich habe so das Gefühl, dieses Schneidewerkzeug, das wird noch es wird noch ziemlich gut von Nutzen sein. Ah, hier bin ich wieder. Das kann ich mich ja noch mal umgucken. Oh mein Gott. Oh, da steht ja einer. Ey. Na? Schon Kaffee gehabt? Ich glaube nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ey, das hier ist kein Eingang, gell? Was zum? Oh. Oh, eine Blendgranate. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten, betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. Leertaste bereithalten und linke Maustaste werfen. Kann zum Kontern Space verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde, aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Und ich habe wieder keinen Platz. Hier ist noch Schießpulver. Irgendwo. Ah, hier. Habe ich hier noch irgendwas? Hier ist Munition. Elektroteile. Toll, jetzt habe ich keinen Platz dafür. Na, warte mal, wo? Ach, er hatte Munition. Okay, warte mal. Aber wenn ich das sage, das kann ich ja nicht wegwerfen, weil ich es ja noch brauche. Einfach nicht ausrüsten. Das mal. Ach nee, das geht dann verloren. Wieso
du mit irgendwas kombinieren mit gar nichts, ne? Okay. Was noch? Ah, da ist das Ventil. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, für was ich das gebrauche. So, ich habe ein Problem. Dann schmeiße ich das weg. Messer werde ich wohl wieder finden. Kann ich das jetzt kombinieren damit? Ja. Dann nehme ich das Rad hier noch mit. Oder ich nehme erstmal die Munition mit und lasse mir in die Waffe. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Ach, jetzt kann ich das Ventil nicht mitnehmen. Genau. Das kann ich doch mitnehmen. Wo habe ich das Ventil denn nochmal gebraucht? Elektroteil. Na, ich will das nicht wegwerfen. Theoretisch das Elektroteil mit, aber ich brauche erstmal. Ich kann hier unten gar nicht mehr durch dann. Oder wo kam ich denn durch? Warte mal. Scheiße! Die sind überall! Ist das Licht auf jeden Fall. Das ist schon mal etwas. Wie kam ich denn nochmal zurück? Also außenrum durch die Feuerleiter oder wie? Und durch das Tor komme ich da nicht mehr. Da muss ich vielleicht außenrum laufen. Oder bin ich hier rein? Nee, hier bin ich doch reingekommen, oder? Ja. Okay, warte. Ich bin gerade ein bisschen lost, aber nichts, was man nicht gewöhnt ist von mir. Noch eine Pistolenmunition. Das gefällt mir. Aber ich glaube, ich muss das Elektroteil einsetzen, weil sonst dann muss ich das leider wegwerfen. Also ich wüsste nämlich nicht, wie ich anders hier rauskommen soll. Lebt hier noch einer? Schmeckt's gut? Ich glaube, ihm hat es nicht geschmeckt. Oh mein Gott. Also erstmal speichern, dann nein, ah. Immerhin da rein. Irgendwie kann ich doch alles gebrauchen davon. Oder ich mach. Na, ich mach das mal da rein, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Platz hier. So. Dann mache ich hier mal eine Aufnahmepause. Und würde sagen, jetzt auch nochmal
nach einer ganzen Weile. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Ciao!